Nee. So, da sind wir wieder. Am Survival. Wir haben ja ein Schwarzbärenfell. Wir sind anscheinend müde. Ich weiß gar nicht, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Anscheinend in der Hütte. Und wie es aussieht, wollte ich schlafen. Wir gucken mal auf die Uhrzeit. Ja, die Sonne geht gerade unter, aber wir können auch was flicken, würde ich sagen. Wenn ich mir das mal anschaue. Da werde ich noch mal ein bisschen. Moment, wie viel Stoff haben wir dabei? Haben wir überhaupt Stoff dabei? Zwei Stück. Bisschen Metall, Haufen Darm. Ja, das können wir mal alles in die Truhen packen hier. So, das da rein. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Hagebutten bleiben hier. Die packen wir da rein. Den. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ne, abbrechen. Noch irgendwas. Pfeile habe ich. Oh, ich habe kaputte. Ja, ich muss neue Pfeile craften. Ich habe ein Seil dabei. Ich habe tatsächlich gestern noch mal kurz auf eine Map geguckt und festgestellt, dass wir einen wichtigen Teil da des Tals noch nicht erkundet haben. Und ich habe nur ganz grob auf die Map geguckt. Ich weiß, dass wir an der Hochwiese mit den Kaninchen, wo ich die beiden Kaninchen mit dem Bogen erschossen habe, dass ich da noch mal hätte abbiegen können. Mehr weiß ich nicht. Aber so viel ist klar. Das heißt, das ist unser Ziel für heute. Ja, warte mal, die beiden Hosen könnte ich hier reintun, oder? Ja, machen wir mal. So. Die brauche ich ja gerade nicht. Die sind Reservehosen. Dann kann ich die mal reparieren, ja. Dabei trinke ich einen Schluck. Beginne ich die Anmoderation schon mit trockenem Mund. Das ist ganz professionell und toll. Oh, kaputt. Na gut. Moment. Dann haben wir noch mehr Stoff hier drin. Habe ich gesehen. Da. Ach, gib alle her. Ist egal. Und dafür sind sie da. Ja, Astrid. Streng dich mal ein bisschen an. Geht doch. So. Die könnte man noch reparieren. Das mache ich auch. Die Sonne geht gleich unter. Dann haben wir kein Licht mehr. Perfekt. 2 Grad. Wärmebonus ist schon bei 18 Grad jetzt mittlerweile. Das ist extrem gut. Wir brauchen noch ein paar bessere Handschuhe. Die Kaninchenpelze, habe ich die rausgeschmissen? Ja, vermutlich schon. Dann werde ich jetzt noch den Pfeil zerlegen. So. Und die Fackel zerlegen. Und dann gucke ich mal rechts, ja, Aufnahme läuft. Es ist dunkel. Ich habe die Codec. Mein Codec ist mittlerweile hier auf einer übelsten Einstellung, weil ich gemerkt habe, dass die Qualität nicht so ist, wie ich sie gern hätte. Es kriselt immer noch stark, das Bild. Da habe ich die Bitrate auf 10.000 gestellt. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber in meinem Verständnis ist es schon sehr viel, weil bei so... auf 2.000 oder so. Das Mikro disconnected schon wieder. Was soll das? Unfassbar. Naja, ich höre es ja. Ich höre es ja zum Glück im Windows-Ton. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Ja, ihr hört es definitiv, weil ich habe das im Schnitt gesehen. Frechheit. So, eine Frechheit. Ja. So, jetzt crafte ich mir noch ein mit. Boah, warum ist denn das so ewig dunkel? Guck mal, die Sonne ist schon da so krass am Himmel, ne? Und man sieht hier drin noch nichts. Noch gar nichts. Ich ahne zwar, wo die Sachen sind. Aber so ganz perfekt ist das alles noch nicht. Wo habe ich denn jetzt die Pfeilschafte? Sind die hier im Schubfach? Ja. Dann gib mal 2 her. Und wir müssen alle Federn erstmal. So, und dann brauchen wir noch das Werkzeug. So. Und dann craften wir das mal schnell. Ach guck, und auf immer wird es nämlich hell. Naja, schon klar. So. Irgendwas hat die levelt. Was hat denn die levelt? Ah, Bogenschießen, weil wir Pfeile gecraftet haben. Ja, nice. So muss das. Und die kommen jetzt da rein. Das Metall kommt auch da rein.
Ach, den Stoff kann man auch erstmal da rein tun. Passt nicht. Und der Stoff erstmal wieder hier rein. Verband habe ich noch ein paar, ne? Ein. Ein geht ein bisschen wenig. Aber passt schon. Bärenfell trocknet noch. Wir haben wie viel Wasser dabei? Ah, dann nehme ich mal noch einen Liter mit. Den Kochtopf habe ich auch im Inventar, habe ich gesehen. Ja, also. Das Seil nehmen wir mit. Vielleicht finden wir noch eine Stelle dafür. Jetzt mal noch ein Stück Bärenfleisch. Zack. So. Also, wir müssen jetzt zur Hochebene. Das ist die oder Kaninchenebene, wie man es nennen will. Das heißt, wir gehen jetzt in den Birkenwald. Dann da irgendwie nach oben, klettern da hoch, dieses Seil. Ich zähle mal drauf, dann seht ihr das. Das dort. Und dann könnten wir da über die Fluchtbrücke und dann auf der anderen Seite noch höher. Und also wir müssen mindestens dreimal ein Seil hochklettern. Habe ich einen Schlafsack mit? Das ist eigentlich das Allerwichtigste in dem Fall. Ja. Ich habe noch eine Dose mit, die ich nicht brauche. Egal. Na, was sagt meine Kapazität? Naja, 14 Kilo mitnehmen. Da kann ich auch wieder Stöckerchen sammeln. Und mir fällt auch leider gerade kein besserer Weg auf diese Hochebene ein. Wahrscheinlich gibt es einen. Den weiß ich aber nicht. Deswegen müssen wir hier durch den Birkenwald. Das ist wieder eine Mörderrunde. Manchmal wollen die Devs das aber auch, dass man quasi so große Runden geht, um naja, an Dinge ranzukommen. Ein bestes Beispiel dafür ist tatsächlich der Wolfsberg hier um die Ecke. Wenn man das erste Mal auf den Gipfel steigt, da hat man einen Haufen Stellen, wo man Seile anbringen kann. Ich glaube zwei oder drei sogar. Und die Expedition zum Gipfel, wenn man die jetzt nicht routiniert durchführt, also weil man die schon ein paar Mal gemacht hat, sondern das erste Mal, dann wird die locker ein paar Spieltage brauchen. Wenn man weiß, wo man lang muss, geht's, dann ist man eigentlich recht flink. Wo lag der schon immer hier? Ist man eigentlich recht flink. Aber man muss trotzdem, ich glaube, mindestens zweimal klettern, wenn nicht gar dreimal. Ja, und dreimal klettern ist dann meistens gleichbedeutend mit mindestens einmal schlafen. Oh, Kohle. In freier Wildbahn. Ach, und ich wollte auf diesen monolithischen Felsen da oben. Das machen wir auch definitiv noch. Ich habe so eine Ahnung, wie man da hochkommen könnte. Bin ich hier noch richtig? Das sieht mir nicht aus wie das Elchtal. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, oder? Kein Wunder, dass da eine Leiche liegt, die ich noch nicht kannte. Oh, nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ach, ich glaube, ja, ich bin eh nicht zu früh reingegangen. Ja, über diese Brücke da oben wollen wir ja letztendlich drüber. Ach Gott. Ja, und die Leiche haben wir von da oben schon mal gesehen. Er schlägt da wieder zu, der Orientierungslose. Naja, so lernt man die Gegend kennen. Ich sag's mal wieder. Letzten Endes ist das auch der einzige Weg für mich, hier irgendwo diese Karte dreidimensional in meinen Kopf rein zu prügeln. Auf manchen Maps, da könnte man mich aussetzen und ich wüsste sofort, wo ich bin. Ne, so nur einmal im Blickwinkel. Das geht hier wahrscheinlich auch, weil die Maps sind tatsächlich sehr schön individuell gecraftet, sage ich mal. Dass man ziemlich genau erkennt, wo man ist. Also hier zum Beispiel, man würde jetzt hier an den vertrockneten Bäumen oder verbrannten Bäumen,
Und in den Wasserfällen wahrscheinlich jeder Profi sofort wissen, aha, das ist da, wo es hoch zur Goldmine geht. So viel würde ich jetzt nach unserer kleinen Let's Play Session hier wahrscheinlich auch schon hinkriegen. So, aber das heißt nicht, dass ich... Naja, ich will mich ja nicht über den Klee loben, nachher verlaufe ich mich bloß wieder. Und da ist es ganz peinlich. Ja, wir machen ja einfach nochmal weiter. Sehen wir mal, wo es hinführt. Ich habe außerdem mich nochmal zu dem Sache mit dem Schwarzbären mehr oder weniger belesen. Und zwar, ich hatte einen groben Denkfehler mit gemacht. Also, die Tiere in dem Spiel haben zwei Werte, kann man sagen. Das eine ist die Zeit, die sie brauchen, um zu verbluten. Und das andere ist ihre HP. Und so ein Bär hat einen Haufen HP. Wenn er nicht einen kritischen Treffer im Kopf kriegt, senkt man die HP auch nicht bei dem Tier. Nicht doll, jedenfalls. Aber man könnte den irgendwo mit dem Pfeil treffen und der würde daran verbluten. Es würde nur dauern. Die Sache ist jetzt steckt der Pfeil in dem Bär drin. Und der blutet. Und es trifft ein zweiter Pfeil. Meinetwegen nach einer vergangenen Ingame-Spielstunde. Dann wird tatsächlich der Timer für das Verbluten resettet. Das heißt, es ist sogar richtig kontraproduktiv, auf ein Tier, weil man schon einen Pfeil rein versenkt hat, noch einen nächsten Pfeil rein zu versinken. Es sei denn, man ist sich ganz, ganz, ganz sicher, dass man den Kopf trifft. Oder den Hals. Weil letzten Endes wird das nur dazu führen, dass der Timer resettet ist und dass es länger dauert, bis das entsprechende Tier verstirbt. Ja, und bei dem Bär, da habe ich erst Pfeile rein versenkt und dann habe ich den Timer mit dem Revolver, als der vor der Hütte stand, einfach wieder resettet. Das war einfach Unsinn. Und das hätte ich nicht machen brauchen. Wahrscheinlich haben das auch schon die ein oder zwei Experten unter... die das Video gucken oder auch nicht gucken, aber festgestellt auf jeden Fall. Naja, aber so ist das nun mal. Also ich kann ja auch nicht alles wissen. Und normalerweise habe ich die Bären auch bis jetzt immer mit dem Gewehr gejagt. Das ist ein bisschen einfacher alles. Mit dem Bogen ist schon ein bisschen speziell. Aber wir haben uns ja vorhin, um hier mit dem Bogen zu arbeiten. Und daran halte ich mich erstmal. Ups. So, da drüben ist der Baumstumpf, wo die mich drüber will. Schon länger. Das hakt man jetzt erstmal ab. Was kann eigentlich nur hier lang gehen? Irgendwo. Ja, guck mal hier, da müssen wir hier wahrscheinlich durch die Lücke kriechen. Das ist schön versteckt. Moment mal. Moment mal. Was ist das hier? Egal. Ist bestimmt nicht von mir. Nee, nee. Kann ja gar nicht. Das wäre ja peinlich, dass ich bis hierhin gegangen bin und dann nicht über den Baumstamm gekrochen bin. Ja, okay. Fairerweise muss man dazu sagen, der sieht von hier aus nicht so begehbar aus wie von unten. Also, bitte, wer würde denn hier drauf gehen? Oh Gott. Also, ganz ehrlich, das sieht eher nach Selbstmordkommando aus. Ich weiß natürlich, dass das nicht brechen kann, weil das ist einfach ein statisches Objekt in der Spielewelt hier. Aber in echt würde ich das nicht machen. Viel zu bekloppt, viel zu riskant. So, wir haben da alle Stöcke mit mal finden. Und da haben wir noch eine Leiche. Und Federn. Ja, Federn sind super. Einige vorne Leiche zum Mitnehmen. Das ist richtig gut. Und ein Soda. Aber der Feuerstein. Holla, die Waldfee. Ein Feuerstahl ist der Ersatz für Streichhölzer und hält länger und hat eine höhere Chance, Feuer anzukriegen und überhaupt ein richtig geiles Gerät. Wer einen Feuerstahl dabei hat, wird nie wieder Streichhölzer brauchen. Natürlich nutzt er ab, muss man auch sagen. Also er geht auch nicht unendlich oft, aber der ist trotzdem super. Und gerade wenn man jetzt am Anfang ist und ein bisschen noch schlechter am Feuer machen, wo das quasi schlechter levelt. Ich schaue jetzt nochmal hin. Ich glaube, der gibt nämlich einen glatten Bonus von 10 aufs Feuer machen.
10% bessere Chance. Na gut. Das sieht mir nicht aus, als würde es hier weitergehen. Ich gehe jetzt wieder über den Baumstamm zurück, wenn ich hier hochkomme. Oh, danke. Wir holen die Wölfe, wie verrückt. Wir wollten nämlich zur Hochwiese. Okay, ich muss hier hochkommen. Was soll denn das? So, wie gesagt, ich würde niemals freiwillig drüber gehen. Ne? Gut. Oder nur in allerhöchster Not. Dann ist da auch noch Schnee drauf und man rutscht ab und stürzt in seinen Tod. Nee. Aber erstaunlich, dass auf dem Felsen, wo ich Loot vermutet habe, tatsächlich guter Loot war. Mich mit dem Leichnam dort habe ich eher mit so einer Enttäuschung gerechnet. Aber ein Feuerstahl ist tatsächlich supi. Ich habe mir auch noch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir hier weiterverfahren. Wenn wir hier das Gebiet mehr oder weniger erobert haben. Es gibt ja bald nicht mehr so viel zu sehen, das muss man leider sagen. Ich werde mich noch vielleicht eine Woche oder so, also Ingame-Woche hier in dieser Aschenschlucht aufhalten. Und danach machen wir einen kleinen Abstecher nach Blackrock. Weil da kenne ich mich auch nicht aus. Da müssen wir durch Timberwolf Mountain. Das sollte aber gehen. Und ich werde nicht in Timberwolf Mountain auf den Gipfel steigen. Könnte ich machen. Ist total einfach, wenn man weiß wie. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht in Bären und Wölfe rennt. Da gibt es so ein paar kritische Stellen. Aber an sich wirklich keine große Sache. Die Sache ist aber, wenn wir da oben auf dem Gipfel sind, haben wir alles. Da brauchen wir wirklich nichts mehr looten. Weil der Loot da oben ist so gut. Und das würde das Let's Play aus meiner Sicht ein bisschen zu langweilig machen. Das holen wir uns später, wenn wir aus Blackrock zurück sind, so als kleine Belohnung oder Sahnehäubchen, wie man es nennen will. Und dann schleppt man das alles runter nach Pleasant Valley oder so. Mal gucken. Soweit möchte ich noch gar nicht planen. Das ist in der Spielzeit hier bestimmt noch 30 Tage hin, bis es soweit ist, weil Blackrock ist ja auch ein großes Gebiet und da wollen ja auch Sachen erkundet werden. Und tatsächlich weiß ich gar nicht, wie es da abgeht. Ich weiß nur, dass es dort eventuell diese Timberwölfe gibt. Die kenne ich aus der Kampagne, also aus der Story. Und die können fies sein. Gibt es hier nicht in Ash Canyon. Aber das heißt auch für mich, dass ich wahrscheinlich die Schusswaffen mitnehmen werde, wenn ich nach Blackrock gehe. Ja doch, wir nehmen die Schusswaffen mit. Wir nehmen natürlich unsere Kleidung mit. Die Nahrung. Weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, die könnte man fast hier lassen. Müssen wir mal sehen. Soweit ist meine Planung noch nicht im Kopf vorangeschritten. Das nehme ich mit. So. Jetzt müssen wir da hoch und dann sind wir auf der Hoch. Ach nee, da müssen wir zwei Stufen überwinden. Wollen wir es mal versuchen, so kaputt wie wir jetzt sind? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das mache ich nicht. Ich muss leider schlafen. Weil ein Drittel Ausdauer reicht wahrscheinlich nicht. So, aufheben bitte. Zack. Ja, das reicht. So, ein bisschen trinken, spart Gewicht. Zack. Und dann geht's hoch. Ach du Scheiße. Das kommt ja richtig gelegen. Okay, wir hatten eine 1%ige Chance mit Darmparasiten infiziert zu werden und das hat geklappt. Na gut, dann haben wir die jetzt. Wie lange geht das? Eine Dosis pro Tag und 10 Tage. Ich glaube, die haben es scheinbar einfacher gemacht. Aber das Gute ist, jetzt dürfen wir ganz viel infiziertes Fleisch essen, ohne uns Sorgen machen zu müssen.
Das heißt, wir gehen dann auch zu dem Dorf und naja, mal sehen. Nee, halt. Oh, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Ach du Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Erstmal noch ein bisschen essen. Wir müssen auf jeden Fall noch da hoch. Schlafe ich nochmal 5 Stunden und hoffe, dass das genug Erholung bringt, dass ich da hochkomme. Ja, sollte gehen. Muss ich jetzt sofort machen. Wie ihr seht, durch den Darmparasiten, die Ausdauer sinkt wie verrückt. Das deckt aber zum Glück nicht mit dem Effekt, den das Seil auf uns hat. Das heißt, es sinkt immer nur gleich schnell. So. Wir haben gute Kleidung, es ist Nacht. Es müsste, wenn ich mich recht entsinne, dazu führen, dass unsere Maximal-HP jetzt jeden Tag sinkt. Und die sinkt halt richtig krass. Hab ich einen Tee dabei? Nee. Das heißt, für die nächste Aktion ist jetzt eigentlich Wasser kochen und Tee machen. Ja, das machen wir dann aber in der Hütte, wo ich hin will. Oh, und wir sollten ganz viel Lackbohrlinge mitnehmen. Muss man sie sehen. Die brauche ich überall jetzt. Ich glaube, ich habe noch ein paar im Inventar, die bereits zubereitet sind. Wir brauchen 10 Stück davon. Aber eigentlich mal so, als müsste man 20 davon zu sich nehmen. Aber vielleicht haben sie es genervt. Das ist doch ein bisschen brutal war. Naja, werden wir sehen. Das ist halt das Risiko, was man eingeht, wenn man das Raubtierfleisch zu sich nimmt. So. Und ich habe das bewusst eingenommen. Eingegangen, das Risiko. Ich bereue nichts. Oh, der Hase das da bereut. Bei uns ist heute so ein Kaninchen aus dem Büchse übrigens. Also nicht so eins, sondern ein Hauskaninchen. Und es ist leider noch nicht wieder aufgetaucht. Bisschen ärgerlich. Es ist nämlich ein Dachler. Also bei uns hat es ganz viel geschneit. Und eine Dachlawine ist aufs Kaninchengehege gekommen. Und hat dort den Zaun beschädigt. Und da sind alle aus dem Büchse. Und eins ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ich hoffe, das hat nicht die Katze geholt. Das wäre ärgerlich. Also, das wäre nicht nur ärgerlich, das wäre ultra tragisch. Ich würde mich richtig ärgern, weil das eigentlich eine Dummheit war, das nicht zu bedenken, dass die Dachlawinen den Zaun mit dem Kaninchenjäger zerstören können. Wir müssen morgen mal suchen. Ich hoffe, das hat irgendwo die Nacht überdauert und kehrt zurück. Okay. Bin da noch nicht ganz so zuversichtlich. Naja, drückt mir die Daumen. Also, drückt mir die Daumen, ist gut, wenn die Folge rauskommt. Ist dann wahrscheinlich schon wieder einen Monat her oder so. Die Sache ist nämlich, ich nehme das ja auf und habe noch nicht mal die erste Folge auf YouTube freigeschalten von The Long Dark. Dass ich nicht mal weiß, wie das Projekt bei euch ankommt. Oder überhaupt. Ich schalte es natürlich trotzdem frei, weil ich es kann. Und wenn ich Bock habe, irgendwas aufzunehmen, dann mache ich das. Aber naja, also wenn die Folge raus ist, könnt ihr in den Kommentaren fragen, ob es wieder aufgetaucht ist, und dann kann ich das beantworten. Mit ein bisschen Glück taucht es halt wieder auf. Das war eins von den Jungen, die dieses Kaninchenpaar von uns bekommen hat. Das männliche Kaninchen aus dem Paar haben auch mittlerweile kastrieren lassen, damit das nicht mehr vorkommen kann. Es hat trotzdem für genügend Nachwuchs gesorgt, ja. Das kann man sagen. So, hier jedenfalls in der Richtung, um zurück mal ins Spiel zu mir kommen. In der Richtung hier müsste noch irgendwo eine Hütte sein. Wetterstelle, okay. Da
Das ist ziemlich krass, wenn man sich hier oben lang bewegt, wie sicher man eigentlich vor dem ganzen Wildleben ist. Ne? Es scheint sich alles unten im Talkessel abzuspielen, die Wölfe und so. Man hört das zwar. Aber hier oben ist tatsächlich das Schild. Feuerausblick. Kann ich gerade überfieren? Ne, schade. Ich mach mal runter. Das war ein ganz schön langer Weg hier. Muss ich jetzt nicht hin. Das war ein bisschen nettes Feuerholz, aber das brauche ich jetzt nicht. Hoffentlich ist das nicht zu dunkel. YouTube. Man kann leider im Nachhinein hier auch nicht den Gamma-Wert hochstellen. Doch, naja, klar, ich kann es mit dem Editor machen. Ich muss mal schauen. Vielleicht kriege ich das hin. Oder aber, ich vergesse es wieder. So machen wir hier einfach Nachtwanderung. Das ist die Hütte. Hier habe ich gesucht. Sonst noch so. Ich glaube, das haben wir sogar gesehen von unten, dieses komische Wagenrad hier. Oder Lift. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Ist schon irgendwie ein Aufzug oder ja, so, um ein Gerät hoch zu transportieren. Und da ist ein Kletterstein. Hätte man hier auch hochklettern können? Nee, da ist kein Seil dran. Habe ich das da jetzt mit? Oh, ich hab's mit. Endlich hat's einen Nutzen. Und 5 Kilo los. Nice. Und dann kommen wir zum Bittersumpf runter. Ich verstehe, da ist die Anglerhütte. Ja, cool. Naja, das haben die Devs wahrscheinlich wirklich so bewusst gemacht, dass man hier nicht sofort zu dieser Hütte hochkommt. Oder was kann er spawnen, das ey. Das ist noch denkbar. Und was gibt's hier noch? Ein Kohlebehälter. Mit Kohle. Wer hätte es erwartet? Fackel, okay. Und die Hütte ist zu, oder was? Nee. Geht's rein. Es ist leider dunkel, aber wir haben Fackeln. Kann ich das mit dem Feuer? Das will ich jetzt mal sehen. Der macht die Fackel mit einem Feuerstahl an, ja? Okay. Also, ist keine gute Idee, weil der Feuerstahl da Haltbarkeit verliert. Wo ein Streichholz auch gehen würde. Ein Revolver-Magazin, das ist gut. Ein bisschen Essen. Noch ein Kletterseil, geh weg. Oh, und hier gibt es wieder Vorhänge, die wir zerlegen könnten. Was ich jetzt erstmal machen werde? Nova. Oh, neue Socken. Das ist richtig gut, weil Socken hatten wir noch nicht komplett. Fehlt nur noch eine gute Mütze, dann haben wir einen richtigen Bonus. Was ich jetzt machen werde, ist erstmal den Reishi-Tee kochen. Damit wir... damit wir ein bisschen uns von den Darmparasiten befreien können. Das dauert ja jetzt eine Weile. Also die werden uns jetzt eine Weile begleiten. Habe ich ja schon angekündigt. So, wo ist die Fackel? Und dann machen wir ein Stück Kohle rein, der Farmhäuser. Das könnte man hier. Zack. Und mach mal. Und hier nochmal dasselbe. Zack. 9 Minuten. Und ich habe ja noch welche mitgenommen. Nicht direkt zubereiten. Da zwar nur 2 Stück, ist egal. So, einen kriegt man gleich. Ja. So, und den anderen bereiten wir jetzt bloß zu. Nee, halt. Garn. Vorliegen. Achso, nicht genug passt Wasser. Sehr schön. Also, wenn wir da Schnee schmelzen und hier auch. Die Fackeln zu legen.
Bin ich gerade sogar am Überlegen, ob ich die vorhin hier drin zerlegen sollte. In der Zeit. So, 10 Minuten passt eigentlich ganz gut. Also, die sind auch exakt für sowas da, diese Vorhänge. Ne? Das ist jetzt nicht, dass ich hier irgendwie. Also, klar, wenn man natürlich sagt, man möchte die, das Haus, wo man ist, hübsch haben und man möchte die Vorhänge haben. Dann ist natürlich doof, die zu zerlegen. In meinem Fall ist es aber die schlauere Variante. Oh, weil der Wasser. 4 Minuten bis gar gut. 4 Minuten Pfeil zerlegen. Ah, perfekt. Schnee. Okay. Ich würde mir jetzt noch mehr Wasser hier zubereiten sagen. Kamin geht in 3 Minuten aus. Was gibt's denn sonst hier noch? Ah, eigentlich nichts, ne? Bisschen schade. Aber man könnte hier schlafen. Überall kann ich zerlegen. Karton kann ich zerlegen. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Stoff. Oh. Kiste. Oh, einen Stuhl, den man zerlegen kann. Aber eigentlich ist es ja ganz bequem hier. Das ist eine schöne Basis. 48 Minuten. Dann gucke ich mal, dann werde ich gleich noch die Socken reparieren. Dauert 45 Minuten. Auf unsere Kalorien müssen wir noch ein bisschen achten. Ich habe eine Ahnung, wie ich das Problem löse. Nur das war knapp. Das ist eine Dreiviertelstunde dauert. Kann ich die hier reparieren? Top in Schuss. Oh, die nutzen ganz schön ab. Soll ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen? Ist die Frage, ob ich die überhaupt die ganze Zeit tragen sollte. Das dauert ewig, wa? Ja, eine Stunde. Mach ich jetzt nicht. Und das? 30 Minuten ist okay. Nicht geklappt. Ach, das Feuer ist ausgegangen, scheiße. Also ich habe, was ich nochmal zeigen wollte, Feuerstahl 85%, ne? Ohne Feuerstahl 70%. Das bringt sogar 15% Bonus. Richtig gut. Come on, little fire. Was das hier drin angeht, weiß ich allerdings noch nicht, ob ich das so nutzen will. Nehmen wir Kohle rein hier. 10 Minuten, 30 Minuten. Und dann könnte man jetzt noch mal irgendwas craften. Zum Beispiel das. Mit. Dann garen wir noch mal eine Lackbohrlinge. Davon brauche ich ganz viel jetzt. Halten wir mal die Hagebutten zu. Ich glaube, ich habe nicht genug von dem Beischitz. Schon. Die Kalorien sind eigentlich nicht so geil. Schöne ist diese Aktion hier mit dem Kochen. Die bringt halt auch jedes Mal Punkte für den Kochen-Skill. So. Dann den Rest werde ich einfach mal hier verschlafen. Ja, komm, wir machen. Wer ist denn das Hundefutter? Ich wollte es mir eigentlich verkneifen. Aber dieses alles natürlich Dings, das kriegen wir auch so irgendwann mal. Dafür ist es Nahrung, damit wir die benutzen können. So, die können wir uns auch noch reindrücken. Sowas wiegt nämlich. Und dann wird gepennt.